Hey, hast du Ankh gesehen? Ankh? Schuldet sie dir etwa auch Kredits? Viel Glück. Warum? Was ist los? Naja, die Ashiga haben sie endlich geschnappt. Sie muss ein paar Millionen Kredits in der Fabrik abarbeiten. In ihrem Alter und mit den Schulden sitzt sie da lebenslang. Ha, das macht es kompliziert. Na, falls sie jemals rauskommt, sag ihr, sie hat noch eine Rechnung offen. Hey, ND5. Anscheinend steckt Ankh in irgendeiner Fabrik der Ashiga fest. Ich schätze, ich werde ihr da raushelfen müssen. Wenn sie dich erwischen, sperren sie dich auch ein. Ah, hast du eine bessere Idee? Nein. Such zuerst nach einem Plan der Fabrik. Hacke eine Konsole in ihrem Bezirk und sieh zu, was du herausfinden kannst. Also, ND5, ich habe nichts zur Fabrik gefunden, aber dafür etwas anderes. Irgendwas Nützliches? Anscheinend hat Crimson Dawn dem Ashiga-Clan ein Relikt gestohlen. Deshalb scannen sie alle Schiffe im Raumhafen. Sie müssen gewusst haben, dass es die Königin ablenkt. Die Königin wüsste es bestimmt zu schätzen, wenn ich es zurückbringe. Ich muss nur rausfinden, wo sich Crimson Dawn versteckt. In der Urquell-Taverne. Ein privater Club im Thermenviertel. Das war schnell. Nicht für mich. Das muss es sein. Wachsam bleiben, Kumpel. Das könnte knifflig werden. Na schön. Bleib stehen. Hey, hör mal. Ich habe euer gestohlenes Relikt und ich will es der Königin zurückgeben. Das Banpudira. Gib es mir. Ach, nichts für ungut, aber ich möchte es ihr persönlich geben. Du kannst passieren. Das muss man. Hey, ganz ruhig. Das Banpudira. Wer bist du? Kavas. Eure Majestät. Sie hat nach der Bombenbauerin gefragt. Aber ich habe auch euer Relikt von Crimson Dawn zurückgeholt. Unsere Expansion machte uns angreifbar, Mutter. Nein, sie macht den Schwarm stärker. Wir brauchen den Outer Rim nicht. Unser Platz ist hier. Es ist beschlossen. Naja, ihr habt das Relikt. Lasst die Ankh jetzt gehen? Die Bombenbauerin? Sie ist entscheidend für unsere Expansion. Aber der Schwarm hat auch Verwendung für eine Diebin wie dich. Arbeite für uns. Dann lassen wir Ankh gehen. Mutter. Wir sind im Geschäft. Schön. Und ihr klärt den Rest dann unter euch. Also, was gibt's denn? Diese Modulteile sind mit deinem Blaster kompatibel. Dein VM-19 ist primitiv, aber aufrüstbar. Der ist nicht primitiv, sondern klassisch. Wenn du dieses Light-Modul installierst, ermöglicht es das Feuern eines mächtigen Sprengbolzens. Du kannst das Modul an der Werkbank herstellen. Hey, blöde Frage. Gibt's hier irgendwo eine Söldnerin? Sogar jede Menge Söldnerinnen, Kleine. Auch eine, die große Waffen mag? Genauer geht's wohl nicht. Aber red mal mit Rooster. Sitzt schon die ganze Woche da in der Ecke und starrt meine Kundschaft an. Wenn du sie herausbekommst, schulde ich dir was. Danke. Du irrst. Das ist nicht Ankh. Wer ist das? Das ist Kira, Schwarmkönigin von Crimson Dawn. Kavas, Elira hat schon viel von dir erzählt. Klingt, als hättest du auf Toshara für viel Wirbel gesorgt. Okay, hör zu. Gib mir Ankh und ich bin hier raus. Du hast anscheinend nicht zugehört. Die Königin wird Ankh niemals gehen lassen. Sie hat den Ashiga-Clan an das Imperium verkauft.
und das Geschäft steht und fällt mit Angst Waffen. Wir kriegen sie nur raus, wenn Krisk auf dem Thron sitzt. Damit unser Schwarm endlich frei sein kann. Und was willst du hier? Dasselbe wie du. Rekrutierung. Also, ich interessiere mich nicht für Politik oder Königinnen zu stürzen. Und ich mag es gar nicht, wenn man mir nachspioniert. Dann tu's für die Safe-Knackerin. Hiermit kommst du direkt zu Ankh in der Waffenfabrik der Ashiga. Hol sie da raus, dann reden wir. Was macht dich so sicher, dass ich bleibe? Du wirst tun, was das Beste für dich ist, Kay. Dir wird nicht oft widersprochen, oder? Selten. Du bist Kay Vess. Ja. Krisk meinte, ihr lasst mich durch. Du wirst erwartet. Krisk sagte, dass du kommst. Passiere. Du musst Angst sein. Hey, wo bist der Water? Wawa Uwe Purkataki? Ja. Ich bin Kay Vess. Ich stelle eine Crew zusammen. Every Magula Titaki Kid. Ich arbeite mit Jalen Rex. Hilta, o Puno Dutoki. Kira Jama Uba Jagrind? Nein. Meneki, Uba Anji Scotcha Tonka Ja Shiga Queen Sapawa Bonko. Was? Diventa Takrabo Huha Crispotite Uba Wata. Jetzt nochmal ganz langsam. Hey Kid, Uba Venta Tatinka Haba Gigi Sabola Talif No Lia Oto. Gidu Pichado. Damin dir Uba du Bischado. Chris, nur Tinka Martino Lia Japulipa. Stut Bolo Graba sa Jeje, Niki. Gihilta Wata Puno Tonga Jeslid. Dana Gisabola Wadata. Nicht wirklich. Kancha! Uba Bobola Kid. Ich hab dein Zeug. Ist das ein Glücksbringer oder sowas? Datsa Su Kid. Tatsa Mikio no Jinaka. Graba, du lebst! Was war das? Prison, Salota. Also hast du sie gesprengt? Dagua. Iniki, Jibola. Kempata Jiska Tonga. Hier ist dein Glücksbringer. Biasa, Kid. Stut, Ubesanupa. Jisa da Ubedunsipa. Donobara Pisto no Lia Jakanto Pono. Was? Du weißt doch nicht mal, was in dem Tresor ist. Süßer Muliwa, Niki. Süßer Jambo Muliwa. 157 Millionen in unmarkierten Kredits. Zahlt locker all deine Schulden. Sifmots Takan Chakido. Rumi um die Takilakta Jitinka. Quasi undurchdringlich. Deshalb brauchen wir dich. Ein Kava Obus Puno Kaoto Venta Uwe Schapa auf. Das ist der erste. Zum zweiten Mal. Niki. Ube Tempeta Mucha Jainka Bongasi. Uba Nabata Graba, Anativa Uba Savolopata, Chehaku Duando Bobola. Bei Jalen klang das irgendwie besser. Jisa Tinka Susa. Atima Jibola Puno Tadutu. Du willst die Königin ausschalten? Jisa do Grande Kid. Miki Tiboska Shapa ja Crispo Dita Bola auf. Chama Chavistu, Lisa Pitch Minki, Jipolgo Fusis. Jutki Puna da Tonka in Miki. Das, verstehe ich nicht. Jalen, Ankh ist raus. Sie hat einen Auftrag für Kira von Crimson Dawn. Natürlich. Kira hat größere Pläne mit Kichimi, als ich dachte. Mhm. Gibt's noch einen Plan B? Tut mir leid, Kay. Wir brauchen Ankh. Das ist typisch für sie. Sie kann nie zwei Sachen gleichzeitig machen. Ja, hab ich gemerkt. Bleib an ihr dran. Wenn Kiras Auftrag erledigt ist, wird Ankh den nächsten Nervenkitzel suchen. Und das sind wir. Genau. Gewinn ihr Vertrauen und zeig ihr, dass man uns ernst nehmen muss. Kay, da bist du ja. Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass Ankh überlebt. Die Chujama, gut besser. Batima Buska. Dann fiel mir auf, dass ich gar nicht weiß, was du von der Sache hast. Ich könnte dir erzählen, dass ich als junge Diebin auf Corellia aufwuchs. Und dieselbe Tyrannei erlebte wie jetzt hier. Aber in der Geschichte gibt's kein Geld. Die Königin hat Kichimi dem Imperium überlassen. Da ist kein Platz für irgendjemanden sonst.
Ich helfe Krisk, den Schwarm zu retten. Und sie lässt Crimson Dawn Fuß fassen. Eine Wette. Und ich setze auf Krisk. Und alle gewinnen. Nicht wahr? Kutscher Queen. Kaba, para Gigi Zinka, para Horko Kago. Hunusa Simpokit. Jut Bola Dunja Yuna, an Blasto no Lia Jabaka. Ja Queen ne Fancy Pulisa, ona ja an Dopa Tipo Haba. Ich schalte es aus. Verstanden. Tago Ubisa. Jigraba Huha Crispo Dita Takris. Jut no Pamiki du Rigo Venta Chumpa. Eine gute Übung für deinen kleinen Raubzug. Chuba, ma batas du Jay. Oder Chick Tatinka Miki Yuna. Sagt Jalen liebe Grüße. Dieser? Und das ist der Urstrang. Was wollte Crimson Dawn überhaupt damit? Song Timbo. Kanago. Kusakapa Tatin, Lord Jahiv. Ich meine, im Augenblick halte ich es. Haha, Numaji. Uba no Bata Nagasu. Da ist er. Du hältst den Grundstein für tausende Generationen in deiner Hand. Alles von unseren Ahnen geplant. Und sobald du nicht mehr im Weg bist, hat der Stamm endlich eine Zukunft, Mutter. Undankbares Kind. Crimson Dawn hat dich gegen die Deinen aufgehetzt. Sie vernichten unseren Clan und lassen dir die Trümmer. Unsere Zukunft endet mit mir. Nein, das ist dein Werk. Du hast diesen Weg gewählt und unsere Zukunft an die des Imperiums gebunden. Ich diene niemandem und du lässt mir keine Wahl. Der Urstrang. Weißt, was du tust. Du machst einen großen Fehler. Der Schwarm wird niemals überleben. Du sprichst nicht mehr für den Schwarm. Hey, warte! Spreche für den Schwarm. Gegen den Ex. Oder der Baller Kid. Wenn du machst, du nur die Japanpa. Nicht du da Troy. Noga, wenn der hieß Grabavani. Noa, Satitza Gula. Tschitzinga, Gibolas tut. Ich weiß, die Sache lief aus dem Ruder. Es war nie die Rede von einer Hinrichtung. Und was dachtest du, wie es enden würde? Das gehört eben dazu. Es spielt keine Rolle, oder? Es ging nur darum, den Schwarm zu schwächen und gegeneinander auszuspielen. Die Galaxis ist kein Spielplatz, Kay. Sie ist ein Gefängnis. Und wenn wir Freiheit wollen, müssen wir ein paar schwere Entscheidungen treffen. Geht es um Freiheit für Leute wie mich? Oder nur darum, wer den Schlüssel hat? Ich war mal wie du, aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich weiß, wer in der Galaxis die Fäden zieht. Du denkst, was heute geschehen ist, wäre unwichtig. Aber nach dem Krieg wirst du verstehen, dass wir den Käfig geöffnet haben. Dann spürst du, wie sich echte Freiheit anfühlt. Lady Kira, die Vermillion steht jetzt bereit. Du bist wertvoll für diesen Kampf, Kay. Du erkennst es bloß noch nicht. Pass auf dich auf. Viel Glück.